Hallo und herzlich willkommen zu dieser winterlichen Fahrt auf der Arosa-Linie von Arosa nach Chur. Wir stehen gerade im Bahnhof von Arosa und fahren mit der Allegra, mit dem Dreiteiligen, hinunter nach Chur im Winter. Hoffen wir mal auch, dass das Langwieser-Viadukt auch beleuchtet ist. Und in diesem Video fahren wir auch mit dem Linus Sound Update. Ist allerdings noch eine Beta-Version. Starten wir mal unser Fahrzeug. Stellen auf Chur. So, jetzt steht richtig Chur. Wunderbar. Zack, können wir die Tür nochmal öffnen. So, Streckenmonitor ein. AFB ist ja auch schon, Tempomat ist ja auch schon auf 30 eingestellt. Rums, Abfahrt. Los geht's. Also bergab fahren tut das Ding auch sehr gut. Talfahrt. Die Strecke führt jetzt hier die ganze Zeit bergab. Von Arosa. Ich habe das Fahrzeug ja auch auf der Albula-Linie getestet. Da fährt sich das auch sehr gut. Macht auch wirklich sehr viel Spaß dann die Talfahrt mit dem Fahrzeug. Wunderschöne Berglandschaft. Der letzte Blick auf Arosa. Heute fahren wir mal durch eine winterliche Landschaft. Wir sind ja schon sehr oft im Sommer gefahren. Und im Winter hat das Ganze ja noch mehr seinen Reiz. Vor allem sehr schön ist, dass im Winter hier das Fahrzeug so unten mit Schnee bedeckt ist. Ist dann ja auch real. Rechts ein schöner See. Der nächste Halt ist Lizirüti. Auch sehr schön der Himmel hier, der Nachthimmel sieht echt cool aus.
30 gilt für Güterzüge und 33 für Personenzüge. Wir fahren hier einen Quick Drive von Arosa nach Chur. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Zeit dann. Ankündigung auf 30. Ausweichstelle. Da unten fahren wir gleich. Da unten. Dort unten liegt Lizuriti, unser nächster Halt. Und da unten fahren wir gleich. Da ist der Bahnhof. Also mit dem Beta-Sound-Update hört sich das Fahrzeug schon mal auch ganz gut an, aber der arbeitet ja noch dran weiter. Lizuriti.
Weiter geht's. Nächster Halt ist Langwies. Ja, viel Neues gibt es in der Simulationswelt eigentlich nicht zu berichten. Jo. Kommt ja alles erst noch, neue Sachen. Sehr schön hier die Bäume, so winterlich. Herrlich. Eine echt schöne Strecke. Kann ich echt nur jedem empfehlen, die Arosa-Bahn. Ah, da leuchtet schon der Langwieser Viadukt. Hat ja die Zeit gepasst. Das ist das Schöne, wenn man im Dunkeln fährt oder im Winter noch, dann leuchtet das Langwieser Viadukt echt schön. In echt ja auch. Da ist es. Auf dem Langwieser Viadukt überqueren wir den Gebirgsfluss Blessur. Herrlich. Sagenhaft. Echt schön.
Das ist das markanteste Bauwerk der Strecke. Langwies. Ah, das ist schon der Bahnmeister. Sehr schön, diese Mini-Prollböcke, die finde ich auch cool. Schön so auf dem Bahnübergang halten. Schauen uns das Viadukt nochmal an. Da hören wir den Gebirgsfluss Blessur plätschern. Echt schön. Sagenhaft. So. Dann fahren wir mal weiter. Nächster Halt. Peist. Kenn ich so mit den Wolkenanimationen hier. So lila. Ein letzter Blick auf das Langwieser Viadukt. Eine Strecke, an der man sich gar nicht satt sehen kann, vor Sehenswürdigkeiten und interessanten Ausblicken. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass ich noch eine Talfahrt mache, damit man das halt in eine andere Richtung auch sehen kann. Auch ein sehr schönes Viadukt hier.
Wenn ihr natürlich auch noch gerne die Albula-Linie in der Gegenrichtung sehen möchtet, könnt ihr dies auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich das mal bei Gelegenheit let's playen und ja. Wenn ihr möchtet. Könnt auch aussuchen, ob Sommer, Winter oder so. Abenddämmerung. Möchte jemand aussteigen? Haltewunsch. Bim, bim. Beißt. Da sieht man noch so ein bisschen das lange Viserverduk schimmern. Ah, da sieht man es noch so ein bisschen. Stationen sind auch echt schön gemacht. Ist halt St. Peter Molinis. Auf jeden Fall bin ich auch sehr gespannt auf den Heidi-Express von Simtrain, von Landquart nach Davos-Filisur. Wird auch eine schöne Strecke, denke ich mal. Da hat man wieder eine RHB-Strecke mehr.
St. Peter Moulinis. Hier möchte jemand einsteigen. Die Bedarfshaltelampe blinkt. Weiter geht's. Also was ich euch schon mal sagen kann, was auf meinem Kanal geplant ist, dass im Oktober ein Livestream stattfinden wird. Mitte Oktober, auf jeden Fall an einem Wochenende, also an einem Samstag. Ist ja auch logisch, ne? Ich muss ja auch Zeit haben. Ich werde den Stream natürlich nicht alleine machen, sondern mit jemandem zusammen. Ihr kennt ihn bestimmt schon, aber ja... Mehr verrate ich auch nicht. Auf jeden Fall machen wir auch dann TS17. Logischerweise TS World dann wahrscheinlich auch. Und OMSI 2 auch. Und vielleicht auch noch Fernbus-Simulator. Also ein gemischtes Programm. Natürlich Strecken wünschen könnt ihr euch da auch. Und Aufgaben zum Beispiel. Also, aber Näheres dann auch demnächst mal. Also wie gesagt, ein Livestream dann halt erst im Oktober. Vorher nicht. Es sei denn, es kommt jetzt urplötzlich irgendwann im September Alheim V4. Ne? Also urplötzlich, dann ist was anderes. Welche Strecke ja auch noch schön wäre für ein TS, das wäre von Thompson Tagte vielleicht die Vereinerlinie. Von Skol Tarasp nach Landquart oder vielleicht in Verknüpfung mit der Unterengadiner Linie von St. Moritz über Sernetz nach Skol. Und dann schön mit der GE441. Der kleinen Lok da. Ist auch schön. Noch Schaltwerk. Aber was mich wirklich freut, dass der Allegra Übersatzfenster hat. Dass man in so einem modernen Triebwagen die Fahrt am offenen Fenster genießen kann. Das finde ich cool. Buch.
ein. Ja, es ist nicht viele Kilometer von Chur nach Arosa. 22 Kilometer, aber halt mit der Bahn fährst du halt langsamer und länger, eine Stunde, ne, weil der Zug halt durch das kurvenreiche Schanfigtal fährt. Die Strecke geht ja durchgehend bergauf fast. Mit Ausnahme Bahnsteige und Bahnhöfe, ne, danach geht es aber wieder hoch oder runter. Hier geht es ja auch nicht um schnell reisen, hier geht es halt um Landschaft genießen, die Langsamkeit und das Fahren an sich zu genießen. Also Leute, die gerne einen Hebel auf den Tisch legen und 200 fahren, für die ist diese Strecke nichts. Aber für alle, die gerne halt die Schweizer Bahnen mögen, ist das auf jeden Fall ein Must-Have. Natürlich, Link zu dem Sound-Update gibt es dann auch dementsprechend in der Videobeschreibung. Oder die Vorderrheinlinie wäre auch schön hier von Chur nach Disentis und dann... Am besten komplette Glacier-Express-Strecke hier. Das wäre natürlich noch der Oberhammer. Mit Zahnstange und alles. Das wäre mega. Ja, Gott sei Dank ist mein Husten fast wieder weg, weil der ging ja gar nicht. Es gibt natürlich noch viele Bahnlinien, die es geben sollte. Centovalli-Bahn oder sowas. Bedarfshaltelampe blinkt. Hier möchte jemand einsteigen, deswegen müssen wir auch halten. Lünen-Castiel. Links, sagt der Pfeil. Die Weiche steht links. Ach doch, da ist die Tür offen, ja. Ja, wenn die letzte Tür oder so offen ist, zeigt er das im Display irgendwie nicht an. Schön, vielleicht sitze. Ich liebe den Allegra. Das ist ein top, schönes Fahrzeug ist das. Ich mag das voll. Ist halt ein Flirt in Kleinformat. So, weiter geht's.
Am Arosa Energiekraftwerk halten wir nicht. Mit 60 Promille geht's hinab. Sieht man ja am Display schön. Vielleicht so ein zweites Enchantment Pack, dass da vielleicht weitere Lokomotiven oder so geben könnte. Zum Beispiel GE442, die 1er, noch ein paar Personenwagen. Zum Beispiel die Berliner Express Panoramawagen, also von der RHB vielleicht dazu. Das wäre mal geil. Mal ein bisschen Abwechslung halt auf der Albula-Linie hat. Weil mit der GE442 und 1 kannst du hier auf der Arosa-Linie fahren. Die 3er ist hier nicht zugelassen. Es sei denn, es ist geändert, aber ich habe was gehört, dass die hier nicht fahren darf. Nur 80 FPS, das ist schon ordentlich hier. Unser Zug überquert jetzt hier den Castiella-Viadukt. Einmal einen Schluck trinken. Ja, ich bin froh, dass jetzt endlich der Herbst kommt. Dann ist es wieder auch ein bisschen kühler. Ich meine, ich habe ja nichts gegen den Sommer. Ich finde den auch schön, aber diese Temperaturen 28 Grad, 30, das ist ja unnormal. Und dann schwitzt man die ganze Zeit in den Arbeitsklamotten und oh, es ist ekelig, wenn die Suppe so runterläuft. Deswegen freue ich mich auf den Herbst. Schön bunt alles, bisschen kühler. Bis 20 Grad Sonnenschein. Ab und zu 25 Grad gerne, aber drüber bitte nicht. Ausweichstelle Untersachs. Jetzt wieder rein in den Tunnel. Zippuch.
Kurzer Tunnel. Ich habe mir gedacht, so schön im Dunkeln nach Chur fahren, mit der Abenddämmerung halt, mit dem Langwieser-Viadukt im Leuchten und dann halt durch das nächtliche Chur zu fahren. Oder nächtliche, abendliche Chur. So ist es richtig ausgedrückt. Ist mal was ganz Besonderes, die ganzen Lichteffekte da anzusehen. Steil bergab. Da kann man sich hier drehen. Schön.
Lawinenschutzgalerie. Kursand. Das ist das Depot der Arosa-Bahn. Jetzt sind wir in Kur. Schön, diese Lichter da. Ehrlich. Amtliche Kur, die älteste Stadt der Schweiz. Der nächste Halt ist Kurstadt. Sehr schön, dass hier auch KI-Verkehr ist. Die Autos stehen dann auch vor der Ampel. Der Zug hat natürlich Vorfahrt. Jemand möchte aussteigen in Kurstadt. Bim, bim.
Weiter geht's. Nächster Halt, Chur. Endstation. So, wir erreichen nun Chur. Dort endet das Let's Play, die winterliche Fahrt von Arosa nach Chur. Ich hoffe, die Fahrt hat euch gefallen. Und wenn sie euch gefallen hat, könnt ihr einen Kommentar drunter schreiben. Ein Abo geben, wenn euch der Kanal gefallen hat. Einen Daumen hoch geben. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Denke mal bald. Und ich wünsche euch noch was und viel Spaß im Train Simulator 2017 mit der Arosa-Linie oder anderen Strecken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Endstation Chur. Hier besteht Anschluss zu den RHB-Linien Richtung Landquart Davos, Richtung Reichenau-Tamins, Disentis, Muster oder auf die Albula-Linie in Richtung Thusis und St. Moritz, sowie zur SBB-Linie in Richtung Landquart, Sargans, Zürich, Basel. Endstation. Hat Spaß gemacht. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war unser Allegra.